Das werden wir so gleich mal prüfen. Ach, das ist nur das Schild. Wo war Olfi jetzt nochmal? Olfi war hier rechts, ja. Er wird uns ja sicherlich genauer sagen, was er haben möchte, oder? Guck mal, da steht da der Große. Hi. Gänselein! Hi. Bis später. Watschel schnell zurück, Gänselein. Olfi verhungert. Oh. So, pass auf, ich habe hier Zuckerpilze. Die sind süß, aber nur in gekochter Form. Ja, natürlich, es muss gekocht werden. Die sind süß, aber nur in gekocht. Fleisch ist nicht süß, nichts für Alfie. Ein Troll, der kein Fleisch essen möchte? Das glaube ich noch nicht so ganz. Okay, ich glaube, wir müssen in der Stadt erstmal das Fleisch kochen. Würde sich jetzt zumindest anbieten, dass es da irgendwas Fleischiges, also was Kochbares gibt für Fleisch. Gucken wir mal rein nach Daventry. Vielleicht ist jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr los. Die Parade ist ja vorbei und das Ritter-Event im vollen Gange. Ich hatte nur noch eine Münze, als ich in die Stadt kam. Ich brauchte eine billige Lösung, um an ein Auge zu kommen. Ja, das sollte mir jetzt was sagen. Und wieso haben wir nur noch eine Münze? Ha. Wir gucken mal hier hoch, zum Alchemisten. Der wird doch sicherlich was zum Kochen haben, oder? Natürlich, da blubbelt doch schon was. Guten Tag. Du bist nicht der Botenjunge, oder? Der Krämer ist sonst immer so schnell mit der Lieferung unserer wundersamen und oft auch köstlichen Zutaten. Ah, beim Rossbart, Chester. Der Junge ist kein Bote. Er sehnt sich nach einem Posten am Hofe König Edwards. Er ist ein Denker, genau wie wir. Wenn er weiter auf diesem Pfad bleibt, wird er keine Probleme mit seinen Mitstreitern im Ritterturnier haben. Wow! Habt ihr meine Zukunft vorhergesehen? Nein, nur alte Leute, die andere schnell verurteilen. Ja, wir urteilen schnell. Das ist mein Urteilsblick. Muriel und ich wahrsagen nicht mehr. Ja, das hatte keine Zukunft. Unser Kerngeschäft besteht nun aus Tränken, Kuriositäten und gelegentlichen Streichen. Unser Wissen teilen wir gern umsonst, aber alles andere kostet Gold. Sieh dich um, Junge. Sag Bescheid, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Die Bienen sind ja gut drauf. Etwas Magisches wurde in dem Kessel gebraut. Da kann ich jetzt nicht mein Fleisch mit reinwerfen? Ich sollte wohl erst fragen, bevor ich hier was reintunke. Okay, dann fragen wir gleich. Wir gucken uns aber noch ein bisschen um. Aber wie gesagt, in die Zukunft sehen hatte keine Zukunft. Finde ich geil. Was haben wir hier? Eine Flamme? Das sah aus wie eine zerbrochene Laterne. Und das da? Was sind das für kleine Kerle? Vogelbomben. Unsere eigene Erfindung. Ein bisschen wie Rauchbomben. Aber sie enthalten Gas, das ihre Opfer wie Hühnchen gackern lässt. Temporär, versteht sich. Die da sind allerdings abgelaufen. Sie sind also nur noch Deko. Na, dann würde ich die gerne mitnehmen. Haben wir hier drüben noch ein bisschen was? Erinnert mich an unseren Sohn. Ah, er fehlt mir oft zu dieser Jahreszeit. Er wollte auch immer Ritter werden, wenn wir ihn nur öfter sehen würden. Etwas Magisches wurde in dem Kessel gebraut. Schade, wir können hier nicht mehr nach rechts. Dann reden wir doch nochmal mit den beiden Guten hier. Wie können wir helfen? Ich würde gerne was kochen. Sagt! Was wird da eigentlich in dem Kessel gebraut? Ein Verwandlungselixier? Ein Unbesiegbarkeitstrank? Kann ich mit Tieren sprechen, wenn ich das trinke? Kriege ich Flügel wie ein Adler? Oder eine Fliege? Oh, das! Das ist Zahnweißtrank. Glänzende Aussichten. Sieh her. Der Trank, der alles weiß macht. Oder lila. Oh, tja, ein paar Feinheiten fehlen noch. Solange wir noch in der Musterphase sind, darfst du kostenlos irgendwas reintunken. Das klingt gut.
Habt ihr Augen scheußlicher Untiere auf Lager? Ein Auge? Ja, ja. Wie ist dein Name? Ich bin Graham. Graham. Mit G nehme ich an. Ich finde deinen Namen nicht auf der Liste. Du hattest doch vorbestellt, oder? Vorbestellt? Na klar. Yep. Die Augen gehen gerade weg wie warme Semmeln. Wenn du nicht vorbestellt hast, hast du Pech. Die Nachfrage ist riesig. Wenn du willst, schreiben wir dich auf die Warteliste für die nächste Lieferung. Wann trifft die denn ein? Wir werden alle 8 Monate beliefert. Das reicht mir leider nicht. Sekunde, Graham, nicht wahr? Würdest du uns kurz dein Gehör leihen? Bin ganz Ohr. Ich nehme an, du brauchst ein Auge für das Turnier. Ja, ich will unbedingt ein Ritter werden. Wieso? In Daventry dreht sich doch alles nur um Addenda und Proklamationen. Furchtbar. Und weißt du, wie viele Gardisten wir an das gefräßige Grabenmonster verlieren? Naja, mein Vater war Ritter. Und mein Großvater war Ritter. Und mein Urgroßvater war Zahnarzt. Aber sein Vater war auch Ritter. Also haben alle meine Vorfahren sich um Kronen gekümmert. Ich habe noch vor dem Examen eine Stelle als Ritter gesucht, aber alle waren schon vergeben. Ich passe zwar nicht ganz hierher, aber Daventry ist meine letzte Chance. Oh, du wirst dich hier wunderbar einfügen. Es mag zu spät sein, um regelkonform das Auge eines Untiers zu beschaffen, aber wer klug ist, legt die Regeln kreativer aus. Und was machen wir nun damit? Und vor allen Dingen, was hat es mit diesem Zahnarzt auf sich? Ist das irgendein Wink auf ein altes King's Quest Spiel? Es wäre cool, wenn ihr mich in den Kommentaren darauf mal hinweisen könnt, weil ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich dachte, alle King's Quest Spiele sind mit Graham als Hauptcharakter. Obwohl, nein, King's Quest 7 war definitiv nicht mit Graham. Den kenne ich daraus nicht. Aber ich weiß eigentlich gar nichts mehr von King's Quest 7. Also sollte ich einfach mal die Klappe halten und hier weitermachen. Also, wie war nochmal euer Rat? Nein, die erzählen dasselbe nur nochmal, oder? Wie war noch gleich euer Rat? Vergiss die Bestienjagd. Zeig, wie schlau du bist und finde einen anderen Weg. Okay. Ade. Nimm das Leben von der schlauen Seite. So, dann kochen wir mal ein bisschen Suppe. Pump ihn ruhig ein. Ein lila Pilz. Nur zu, tunk ihn ein. Erstaunlich. Färben wir alles lila. Das sah ein bisschen eklig aus. Und hat die Glocke was gebracht? So, jetzt haben wir purpurgefärbte Zuckerpilze, purpurgefärbte Sternbeeren und purpurgefärbtes rohes Fleisch. Er erinnert mich an unseren Sohn. Ah, er fehlt mir oft zu dieser Jahreszeit. Er wollte auch... Opa, das wird nicht funktionieren. Warum ich nicht? Weiß. Gute Idee, Gwendolyn. Was ist mit... Ein interessanter Gedanke, aber nein. Nein. Der Computer sagt nein. Haben wir schon über die Laterne gesprochen? Junge? Die Laterne können wir doch benutzen in der dunklen Höhle. Oh, was kostet die Kerze? Die immer brennende Blauflammlaterne? Das Gehäuse ist kaputt. Sie wurde zur Reparatur gebracht, aber nie bezahlt. Ich sag dir was. Bring uns etwas, das wir aushöhlen können, um die Kerze hineinzustellen. Dann kostet sie dich eine Goldmünze. Etwas, um sie auszuhöhlen. Das klingt ein bisschen nach Kürbis. Ade. Mögen deine Schuhe dich stets zum Abenteuer führen und vor Gefahren warnen. Die sind cool, die beiden. Was liegt denn hier vorne für ein Buch? Ah, nicht wieder reingehen, Graham. Was machst du denn für einen Quatsch? Gut, wir gucken mal beim Bäcker vorbei. Vielleicht können wir da irgendwas backen. Hallöchen. Hallo und guten Tag, wenn ich das so sagen darf. Nee. Manchmal bin ich einfach ein Glückspilz. Das die ist Brücken schön. Sind außer Betrieb, mein Zulieferer kommt nicht. Und doch habe ich das Brot von gestern verkauft, ohne dass ich anwesend war. Ich wünschte, mehr Leute in Daventry wären so ehrlich. Wie kann ich dir helfen, du tüchtiger Bursche?
Ich brauche was zu essen. Was Leckeres gebackenes. Auf dem Schild stand, fragt nach Kostproben. Kostproben klingen immer gut, die nehmen wir gerne mit, oder? Oh, Pudding, wie ihn meine Mutter gemacht hat. Oh, dieser Kuchen ist für einen besonderen Anlass. Tut mir leid. Ja, das tut dir leid, so siehst du schon aus. Gibt es sonst noch irgendwas zu entdecken in dieser Bäckerei? Ich muss Kyle und Lamb. Wollte er den Rekord für den weltgrößten Kuchen aufstellen? Na, das hoffe ich doch, oder? Eine Stärkung gefällig. Rieche ich da etwa einen leckeren, scheußliches Untier-Schokoladen-Augenkuchen? Du suchst dein Auge, hm? Dann ist es wohl wieder soweit. Ehrlich gesagt kann ich es nicht ausstehen. Die Fays wurden anders erzogen. Dieses sinnlose Kämpfen ist doch archaisch. Liebe geht durch den Magen, sagt man. Und Mitgefühl ebenso. Wozu braucht man Augen, wenn es Kuchen gibt? Es Gutes mag Argument. Logisch klingen, aber ich glaube, wir müssen aufhören, mit unseren Köpfen zu denken und stattdessen unsere Herzen öffnen. Was ist im Angebot? Heute backe ich eine Köstlichkeit. Großmutters Sternpilzkuchen. Er ist groß genug, um eine Armee zu ernähren. Oder jemanden, der den Appetit einer Armee besitzt. Ich habe ihn schon mal allein aufgegessen. Verurteile mich nicht. Schließlich würde niemand einem dürren Bäcker trauen, oder? Leider wurden meine Zutaten nicht geliefert. So kann ich den Teig nicht fertigstellen. Bis die Brücken wieder im Einsatz sind, müssen alle mit meinem Ziegenhufkuchen vorlieb nehmen. Oh, ein Vorschlag. Wenn du mir Sternbeeren und Zuckerpilze besorgst, kannst du den gewaltigen Kuchen zum einmaligen Preis von einer Goldmünze haben. Also wir können für unsere Goldmünze entweder die Laterne kaufen oder den Kuchen. Also entweder durch die Höhle gehen oder über die Brücke. Na, wir gucken erstmal weiter, was es noch so gibt. Nur heute. Und zwar unseren neuen Walnussstrudel. Allerdings habe ich keinen Bitterwurz mehr. Allein schmeckt das Zeug fies. Aber es unterstreicht den nussigen Geschmack des Strudels. Meist wächst es unter großen, schweren Felsen. Bring mir was und du kannst den Strudel probieren. Warte mal, er bietet Kostproben an und dafür müssen wir ihm noch was bringen? Das ist doch doof. Wo finde ich die Zutaten für den Riesenkuchen? Ich benötige auch eine Goldmünze, aber welche Zutat? Ich habe ja beides schon. Egal. Also du kannst gerne Guten beides Tag. Von mir haben. Halt dir Ärger vom Leib. Weil ich glaube, wir brauchen das Zeug dann nicht mehr. Ich habe noch nie purpurne Zuckerpilze gesehen. Hoffentlich sind die noch gut. Na klar. Wenn du mir Sternbeeren bringst, kannst du ihn für nur eine glänzende Goldmünze haben. Diese Sternbeeren sehen seltsam aus, aber sie riechen gut. Hoffen wir das Beste. Danke. Wenn du mir eine glänzende Goldmünze gibst, gehört Großmutter Sternpilzkuchen dir. Gut, wir gucken erstmal weiter. Vielleicht gibt's in der Schmiede ja noch irgendwas. Ich habe den Namen der Dame schon wieder vergessen. Aber den wird sie uns ja gleich sicherlich nochmal mitteilen, oder? Oh, hey, Graham. Wenn du scharfe Sachen magst, bist du hier richtig. Wir haben über 23... Oh, Verzeihung. Ich hatte eine harte Nacht. Bin auf dem Boden aufgewacht. Mein Bett war futsch. Kaum zu glauben, oder? Was für ein Spinner klaut ein Bett, während jemand drin schläft. Und das Merkwürdigste ist, dass sonst gar nichts fehlt. Aber sieh dich einfach um und wenn dich was interessiert, sag mir Bescheid. Also wir kennen da so eine Höhle, wo es sehr viele Betten gibt. Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Was ist denn das für ein Ding? Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert.
Hände weg vom Brösler. Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. 50 Goldmünzen? Du kannst einen Arbeitsauftrag erteilen, um etwas zu heben, zu fällen oder zu zerbröseln. Der Brösler kümmert sich dann darum. Der Gerät wird niemals müde, der gute Brösler. Was kostet der verbogene Dolch da drüben? Der ist noch nicht fertig zum Verkauf. Also eigentlich kann man bei ihr nichts machen. Habe ich jetzt richtig verstanden, Hallo. Ne? Wisst ihr zufällig, wo ich ein Auge eines scheußlichen Untiers finden kann? Was für ein schöner Tag für ein Turnier. Meine liebste Zeit im Jahr. Feurige neue Rekruten. Der Klang aufeinanderprallender Rüstungen. Und das Spektakel. Der beste und hoffnungsvollste wird sich hervortun. Ich liebe es. Manche finden das Programm zwar barbarisch, aber ich bin stolz auf unsere Tradition. Wenn ich mit dabei wäre, würde ich mir die furchterregendste Bestie suchen, die ich finden kann. Den Mutigen gehört die Welt. Du siehst mir wie jemand aus, der viel Zeit damit verbracht hat, alle Möglichkeiten im Kopf abzuwägen, bevor er handelt. Mach einen Plan und dann leg los. Zu viel Denken führt zu Untätigkeit und die ist einfach nur langweilig. Drei Leute, drei Meinungen. Ich würde gerne noch wissen, was das für eine Waffe ist. Was ich fragen wollte, wofür ist dieses Schwert? Für den Kampf gegen Werbären? Hat es Eisorks niedergestreckt? Ist es überhaupt zugelassen? Ist es aus Furcht geschmiedet? Ach das, das ist für die Gartenarbeit. Ich stutze meine Hecke damit. Aber da alles erledigt ist und meine Petunien in voller Blüte stehen, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Und das nur für eine Goldmünze. Damit kannst du sicher jede stachelige Situation lösen. Okay, also wieder ein neuer Weg. Wir können den Kuchen kaufen und damit über die Brücke gehen. Wir können aber auch, die Lampe kaufen, um durch die Höhle zu gehen, oder diese lustig aussehende Axt, um die Hecken wegzumachen, und damit haben wir jeweils einen Weg. Auf bald! Hey, tust du mir einen Gefallen? Wenn ich kann. Hilfst du mir, das Hintertor geschlossen zu halten? Ich leite die Wetzelwolfwache hier in der Stadt. Wir bekommen sogar bald Abzeichen. Wenn du das Tor geschlossen hältst, kannst du Mitglied werden und ein Abzeichen haben. Wir haben noch das Tor bereits geschlossen gehalten, oder? Ich würde da gerne nochmal gucken gehen. Da solltest du gar nicht hinlaufen, Graham. Was ist das? Achso, der kleine Baum. Er guckt ihn aber auch nur an, ne? Sagt nichts, macht nichts. Tor ist zu. Aufmachen wollen wir es nicht wieder. Okay, ich würde sagen, ich überlege mir mal, haben wir noch einen Weg frei gehabt? Nein, oder? Die Wege waren alle erledigt. Ich würde sagen, ich überlege mir mal bis zur nächsten Folge, welchen der drei Wege wir nehmen. Aber es würde mich mal interessieren, welche Variante ihr wählen würdet. Und wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir den weiter. Bis dahin, würde ich sagen. Once upon an astounding time.